Hallo, ich bin die Kuh Erika und ich war heute einkaufen. Ja, im Supermarkt, ihr wisst schon, da, wo ihr eure Lebensmittel kauft. Und da war ich am Kühlregal. Wisst ihr, was ich da gefunden habe? Lauter Packungen mit meiner Milch. Na, da habe ich mir die mal genauer angeschaut. Also, was da alles draufsteht. Pasteurisiert. ESL, um Gottes Willen, gibt der Esel jetzt auch schon Milch? Also, und dann fernab vom Kühlregal. UHT, Haarmilch. Ach, ich dachte mir, um Gottes Willen, was ist das? Ich bin sofort zu meinem Bauer Günther gegangen und habe ihn erstmal gefragt, was das alles ist. Und was Bauer Günther mir erklärt hat, das möchte ich euch jetzt erzählen. Bauer Günther sagt, die Rohmilch, die ich gebe, ich habe sie hier einmal mitgebracht, enthält ganz viele Keime und Bakterien. Die sind auf meinem Euter, die sind im Stall, die sind auf seinen Melkgerätschaften. Aber da sind zum Beispiel Salmonellen drin. Und die wollt ihr ja nicht trinken, weil da gibt es Durchfall. Und deshalb, sagt der Bauer, müssen wir die Milch erhitzen, damit diese Bakterien rauskommen. Und das nennt man dann Pasteurisation. Dabei wird die Milch für 72 Grad für 15 bis 30 Sekunden oder für 85 Grad für mindestens 5 Sekunden erhitzt. Und was dabei geschieht, ist einfach, dass unsere pathogenen Keime, zum Beispiel die Salmonellen oder die Listerien, herauskommen und wir somit eine trinkbare Milch haben. Aber diejenigen Bakterien, zum Beispiel Lactobacillen, die unsere Milch sauer machen, die bleiben noch drin, weil das ist ja nur eine milde Erhitzung. Also ist die Milch nur 10 Tage bei Kühllagerung haltbar. Und somit hat die Industrie die sogenannte UHT-Milch erfunden. Steht für ultra hoch erhitzt. Für alle Vorratskäufer unter euch, diese Milch ist 6 Monate haltbar bei Raumtemperatur. Und die wird bei 135 Grad volle Kanne rauf, da wir töten alles ab, erhitzt. Ja gut, machen wir das mal. In unserem Fall ist die Milch dann auch wieder trinkbar. Die pathogenen Keime sind raus und auch die, die Milch sauer machen. Aber, und jetzt kommt's, ihr wisst es ja alle, diese UHT-Milch hat so einen leichten Kochgeschmack. Und die ist dann auch so ein bisschen süßlich. Und manchmal, wenn man genau hinschaut, ist die nämlich auch so ein kleines bisschen brauner als die pasteurisierte Milch. Da findet die sogenannte Maillard-Reaktion statt. Das ist eine chemische Reaktion, bei der diese karamellartigen Stoffe gebildet werden. Gut, jetzt sagt aber die Industrie, wir brauchen was, was ein bisschen länger haltbar ist, aber was trotzdem noch frisch schmeckt. Da hat die Industrie gedacht, lassen wir uns was Neues einfallen. Und jetzt kommt die Eselmilch ins Spiel. Ich habe lange überlegt, was das heißt. Extra süße Landmilch oder vielleicht doch extrem sicheres Lebensmittel? Na, Bauer Günther sagt, alles Schwachsinn. ESL steht für Extended Shelf Life. Naja, da stand ich erstmal da. Ich kann doch kein Englisch, ja, ich als Kuh. Naja, und dann hat er mir aber gesagt, ja, das heißt so viel wie länger haltbar, länger frisch. Und das ist auch genau das, was auf den Milchpackungen draufsteht. Länger frisch. Diese ESL-Milch kann auf 2 verschiedene Arten hergestellt werden. Einmal können wir auch diese erhitzen. Das wird dann so bei 125, 127 Grad gemacht. Und auch da holen wir die Keime raus. Aber auch hier sind noch ein paar Keime drin, die die Milch sauer machen können. Und deshalb ist die nur 21 Tage, also so in etwa 3 Wochen haltbar. Aber man kann diese ESL-Milch auch durch die sogenannte Mikrofiltration herstellen. Dabei wird die Milch nach einer milden Pasteurisation über riesengroße Filteranlagen geschickt. Und die Poren der Filteranlagen sind so klein, dass sie die Keime alle rausholen und wir danach auch eine trinkbare Milch haben. Gut, jetzt stellt sich natürlich für euch die Frage, was mache ich, wenn ich nicht in meinem Kuhkostüm hier stehe und gerade beim Science Slam mitmache? Ja, dann stehe ich im Labor und dann schaue ich mir diese Trinkmilcharten alle an und ich untersuche sogenannte Erhitzungsindikatoren. Erhitzungsindikatoren sind Stoffe, die bei der Erhitzung gebildet werden, wie ich es euch bei der UHT-Milch gezeigt habe. Die entstehen und ich untersuche sie und vergleiche sie. Es sind aber auch Proteine, die sich verändern, die ich untersuche, oder auch Vitamine, die zum Beispiel in einer pasteurisierten Milch natürlich meist noch mehr vorhanden sind als in einer UHT-Milch. Und wie sich dann die ESL-Milch verhält, das untersuche ich am meisten. Ich verwende dazu zum Beispiel chromatografische Methoden, das sieht dann in etwa so aus und ich freue mich immer, wenn meine Peaks so schön hoch sind, weil das heißt, meist ist es noch ganz schön viel da. Was ist, möchte ich euch jetzt mitgeben? Ich möchte euch sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber die pasteurisierte Milch hat in meinen Augen eindeutig
die Goldmedaille heute verdient. Denn diese ist ernährungsphysiologisch noch sehr wertvoll, es enthält viele Vitamine und die Proteine sind noch im nativen Zustand erhalten. Aber auch die filtrierte und nur kurz pasteurisierte ESL-Milch erhält die Silbermedaille, denn diese ist auch noch sehr wertvoll. Also schaut einfach beim nächsten Milchkauf oder sogar heute am Abend, wenn ihr nach Hause kommt in euren Kühlschrank, was ihr für eine Milch gekauft habt, mal auf die Packung, um welche Milch es sich handelt, um eine pasteurisierte oder um eine ESL-filtrierte Milch oder um eine ESL-erhitzte Milch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und falls jemand mich interviewen möchte, was heute chemisch in diesen Bechergläsern stattgefunden hat, der kann da mit mir gerne bei einem Glas Milch drüber reden. Vielen Dank, in diesem Sinne schönen Abend.